Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Gold Mode Glitch zeigen in dem Zombie Modus Ausbruch. Alles was ihr hierfür braucht ist mindestens ein Kollege, der euch hilft. Falls zwei Leute in den Gold Mode wollen, dann braucht ihr natürlich drei Leute. Es muss immer einer sein, der nicht im Gold Mode ist. Und was ihr noch braucht ist das Perk Grabstein. Wenn ihr euch dann das Grabstein-Perk gekauft habt, dann sucht auf der Map hier solche Portale, das sind nämlich Teleporter. Und jetzt müsst ihr euch einmal down gehen lassen. Entweder tötet ihr euch von einem Zombie oder hier out of map geht ihr, damit ihr stirbt. Oder ihr nehmt einfach eine Granate. Und wenn ihr dann tot seid, Leute, dann müsst ihr euren Grabstein aktivieren. Euer Kumpel kann schon mal einmal durch die Map fahren und noch so ein Portal suchen, denn den werdet ihr gleich nochmal brauchen. Die Portale befinden sich meistens am Rand der Map, also sagt eurem Kumpel, er soll einfach ein Auto nehmen und um die Map fahren. Und was ihr jetzt machen müsst, ihr wartet, bis eure Lebensanzeige fast komplett aufgebraucht ist. So. Und wenn ihr dann nur noch ganz wenig habt, dann rennt auf diesen Teleporter zu und springt rein. Dann habt ihr so eine Animation, dass ihr euch teleportet. Ihr seid dann auch einmal kurz in der Luft und dann seid ihr aber direkt tot, so wie ich. Wenn ihr diese Animation hattet, dann ist es erstmal richtig. Jetzt müsst ihr nur noch auf euren Wiedereinstieg warten. Das dauert 30 Sekunden und euer Freund muss jetzt einfach 30 Sekunden lang überleben. Wie ihr seht, ist mein Kumpel schon zum nächsten Teleporter gegangen. Und ganz wichtig dabei ist, Leute, wenn ihr jetzt gleich wieder einsteigt, ihr dürft keinen Schaden bekommen. Sobald ihr einen Schaden bekommt, dann funktioniert das nicht mehr mit dem Gottmund-Glitch. Das gleiche geht auch, während ihr den Teleporter benutzt. Also hättet ihr gerade zum Beispiel den Teleporter, den ich benutzt habe, der out of map war, nehmen wollen, hättet ihr Schaden bekommen und es hätte nicht geklappt. Darum nehmt am besten für das zweite Teleportieren einen Teleporter, so wie ich, der nicht außerhalb ist und wo ihr ohne Schaden zu bekommen reinspringen könnt, so wie ich. Also, wenn ihr wieder gespawnt seid, springt dann in den nächsten Teleporter rein. Dann werdet ihr einmal teleportiert, in die Luft geschleudert und dann seid ihr auch schon im God Mode. In diesem God Mode greifen euch die Zombies auch an und ihr bekommt auch Schaden von den Zombies. Jedoch kriegt ihr nicht unter 1 HP. Also ihr bleibt immer bei 1 HP, so wie diese eine God Mode Glitch, den es mal bei Firebase Z gab oder bei Die Maschine. Und ja Leute, das ist der God Mode. Dieser God Mode gilt aber nur immer für eine Runde. Das heißt, wenn ihr jetzt die Mission beendet habt und in die nächste Runde teleportiert, seid ihr nicht mehr im God Mode und müsst das Ganze dann noch einmal machen. Und zum Schluss möchte ich euch noch mal einen Trick zeigen. Und zwar, wenn ihr eine Runde beendet habt, beziehungsweise zur nächsten Runde wollt, dann schießt ihr auf dieses Gerät drauf und dann geht es kaputt. Und dann überspringt ihr eine Runde. Wie ihr seht, bin ich jetzt gerade in Runde 2. Und ich joine direkt in Runde 4 rein. Die Runde 3 wurde also komplett geskippt. Soweit ich weiß, funktioniert das Ganze zweimal nur. Also ihr könnt es in einem ganzen Game zweimal machen. Ich würde euch das empfehlen in High Rounds, falls es mal ein bisschen kniffliger wird oder so. Und ja, ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.